Das Mitbestimmungsportal der Hans-Böckler-Stiftung. Handlungs- und Orientierungswissen für die Mitbestimmungspraxis. In diesem Video zeigen wir euch eine Auswahl unserer Angebote im Mitbestimmungsportal. Kompaktes Wissen zu aktuellen Themen. Anschaulich und komprimiert aufbereitete Hintergrundinformationen zu aktuellen Themen rund um die Mitbestimmung. Böckler-Seminare für Aufsichtsräte. Die Hans-Böckler-Stiftung bietet zur Qualifikation von Aufsichtsrätinnen und Aufsichtsräten eine eigene Seminarreihe mit Fachthemen an, in Präsenz und online. Werkzeugkasten-Jahresabschluss. Unser Werkzeugkasten-Jahresabschluss bietet euch einen systematischen Überblick über alle wichtigen Themenfelder, die mit dem Jahres- und Konzernabschluss verbunden sind. Branchenmonitore. Über 30 Branchenmonitore informieren kompakt über Wettbewerb, Beschäftigung, Nachhaltigkeit und aktuelle Trends. Werkzeugkasten Nachhaltigkeit. Das Thema Nachhaltigkeit gewinnt kontinuierlich an Bedeutung. Unser Nachhaltigkeitskompass verschafft Orientierung. Monitor EU-Wirtschaftsrecht. Der Monitor EU-Wirtschaftsrecht bietet euch einen kompakten Überblick über aktuelle wirtschaftsrelevante EU-Themen. Arbeitsdirektorin und Arbeitsdirektor, Personalmanagerin und Personalmanager. Mitbestimmung setzt ein professionelles Personalmanagement voraus. Die Rolle der Arbeitsdirektorin und des Arbeitsdirektors steht für diese Verbindung. IMU-Aufsichtsrätebefragung. Die IMU-Aufsichtsrätebefragung ist die systematische, regelmäßige Befragung unter Arbeitnehmervertreterinnen und Vertretern in Aufsichtsräten deutscher Unternehmen. Werkzeugkasten-Szenarien. Szenarien bieten einen konstruktiven Umgang mit Unsicherheiten, in dem mögliche Veränderungen durchgespielt werden. Unser Werkzeugkasten ermöglicht einen praxisnahen Einstieg in die Methode. Der Mitbestimmungsindex. Der Mitbestimmungsindex misst anhand verschiedener Komponenten die institutionelle Verankerung der Mitbestimmung auf Unternehmensebene. Fokusthema: Mitbestimmung sichern. Eine zunehmende Anzahl von Unternehmen umgeht die Mitbestimmungsgesetze. Wie kann die Erosion der Mitbestimmung gestoppt werden? Folgt uns gerne auf Twitter, Instagram und YouTube. Wir sehen uns im Mitbestimmungsportal auf www.mitbestimmung.de. Das Institut für Mitbestimmung und Unternehmensführung, IMU, der Hans-Böckler-Stiftung, berät und qualifiziert Arbeitnehmervertreterinnen und Vertreter in Aufsichtsräten, Betriebs- und Personalräte sowie Arbeitsdirektorinnen und Arbeitsdirektoren. Demokratie lebt von Mitbestimmung. Wir fördern eine Kultur, in der Menschen sich einbringen, mitentscheiden und mitgestalten können. Im Alltag und am Arbeitsplatz.